fragend hin. Verraten Sie uns, auf wie viele Sommerferien Sie sich in Ihrem Lehrerleben gefreut haben. Naja, so in Anbetracht meiner 40 Dienstjahre kann ich sagen, auf 40 Sommerferien mit Sicherheit. Und jetzt verraten Sie uns bitte, warum die in wenigen Tagen beginnenden Sommerferien 2013 für Sie ganz besondere Ferien sind. Naja, irgendwie sind es Sommerferien, denn offiziell bin ich noch bis zum 1. August im Schuldienst. Aber wir wissen ja, am 5. Juli ist das Schuljahr zu Ende. Und danach, da stellt sich dann das Fragezeichen ein. Dann ist rum mit Sommerferien. Habe ich dann nur noch Ferien? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Sie können auf wie viele Jahre Erich-Köstner-Schule zurückblicken? Ja, da bin ich ein gewissermaßen Serientäter geblieben. Nach meiner Ausbildung in Wien bin ich an die Erich-Köstner-Schule gekommen und weil es mir so gut gefallen hat, ich wohne ja etwa 50 Kilometer von hier und hatte durchaus die Möglichkeit, mich versetzen zu lassen. Ich bin gerne hier geblieben, weil es mir hier einfach unheimlich gut gefallen hat. Ja, gut gefallen. Das ist also eine schöne Zeit, an die Sie sich gerne zurückerinnern. Ja, in jedem Falle. Gibt es besondere Erinnerungen? Naja, Erinnerungen sind im Wesentlichen geprägt, sagen wir mal, von dem angenehmen Teil des Schulalltags. Klassenfahrten, da habe ich sehr, sehr schöne erlebt mit den unterschiedlichsten Klassen. Ich habe viele schöne, lange Touren gemacht in die unterschiedlichsten Gegenden des nahen, umgebenden Europas. Und ich habe richtig, anders lässt sich das gar nicht sagen, geile Klassen gehabt. Nicht nur, aber auch. Im Wesentlichen doch. Kleine Kesse-Geschichte am Rande. Ich war einer der Initiatoren an der Schule, die stets am Ende eines Jahrgangs ein Fußballspiel organisiert haben zwischen Lehrern und Schülern. Und wir hatten natürlich nie so viele Lehrer, dass wir eine Mannschaft stellen konnten. Schüler schon. Und die Schüler waren immer schon im Vorhinein am Stacheln. Nun ja, und dann habe ich mich doch stets bemüht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die Fußball zu spielen verstand. Und ich kann mich an kaum eine Niederlage erinnern. Und insofern ist das heute ein, ich will nicht sagen letztes Mal, warum lässt sich ja durchaus wiederholen, aber eine Idee, die bei einem Klassentreffen mit einer Klasse, die vor 81 abgegangen ist, in der wir gesagt haben, das machen wir, das probieren wir mal. Und wir versuchen mal, die verschiedenen Jahrgänge zusammenzukriegen. Und hier sind ja ganz rege aus Schierstein, der Andi Bayer, dem ich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich danke. Der hat gerührt und gerührt und heute Abend spielen wir nun. Und das ist so ein Traditionsspiel gewissermaßen. Und es ist zugleich auch, ich sag's mit einem weinenden Auge, allemal so ein bisschen Abschiedsspiel. Ja, dann viel Spaß und ich würde sagen, Michael Wagentin war ein Pluspunkt für Schierstein. Vielen Dank und haben Sie eine gute Zeit in Ihrem wohlverdienten Ruhestand. Herzlichen Dank und an Schierstein alles Gute weiterhin und ich werde mit Sicherheit nicht verschwinden vom Gelände. Ehemalige Lehre, zwei Fehler, zwei Tore.
Gastgeschenke. Kann ich an dieser Stelle kurz mal eingreifen und eine sachdienliche Analyse machen? Wir haben unglücklich den 2:1 hinnehmen müssen. Der Torwart stand nicht richtig. Gleichwohl gab es Schwächen in der Abwehr. Ich glaube, ein Fehlpass war vorausgegangen. Aber dennoch müssen wir ja den Herrn Mazzotta mal hören. Ach so, ja. Ja, Sie sind ja immer Schüler gewesen von ihm. Auch, ja, von aber ihm. Aber das Fußballspiel hat er Ihnen nicht beigebracht. Nein, Gott sei Dank nicht, weil sonst hätte es ja 4-0 gestanden oder 4-1. Ja, ja. Also mit der Leistung jetzt von Michael Wanke ja, nicht sehr gut. Oder? Für sein Alter ist okay. Okay, ja, alles klar. Dann noch viel Spaß. Ja, danke schön.